Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen Subnautica. Wir haben gestern ein Voting abgehalten, in dem Subnautica gewonnen hat. Das heißt, hier im November werden wir Subnautica spielen und dann wird Anfang Dezember direkt wieder was Neues gestartet. Und wir haben hier die Möglichkeit, bei Subnautica auch als VR zu spielen. Das heißt, wir werden in der heutigen Folge mal normal spielen und in der morgigen Folge als VR-Version spielen. Und dann werden wir in der morgigen Folge auch direkt ein Voting abhalten. Normal gegen VR. So dass ihr entscheiden könnt, ob wir es als VR spielen oder als normal. So, wir legen direkt los mit einem neuen Spiel. Wir haben verschiedene Spielmodi. Wir haben hier Überleben, das ist der normale Überlebensmodus. Halt Hunger, hast du nicht gesehen, alles normal. Das freie Spiel ohne Hunger und Durst. Dann haben wir den Hardcore-Modus, wo du sofort tot, wenn du tot bist, halt wirklich tot bist, und kreativ, wo du halt bauen kannst und Spaß haben kannst. Aber wir wollen ja keinen Spaß haben, wir wollen überleben. Wir wollen richtig hart ackern dafür, dass wir leben, und deswegen nehmen wir den. Subnautica habe ich schon mal gestreamt vor einigen Jahren, und damals war es noch im Early Access, da gab es noch nicht so viel. Das heißt, jetzt gibt es für mich relativ viele neue Sachen und wir werden sehen, wie ich damit klarkomme und was es Neues gibt. Und ob es jetzt ein Story-Ending gibt, ich weiß gar nicht, ob es das vorher gab, weil wir sind ja auch damals nicht weit gekommen, weil ich nicht so oft gestreamt habe, weil ich kann einfach nicht streamen, ich bin nicht in der Lage dazu, regelmäßig zu streamen, ich krieg das nicht hin. So, solange die Sequenz läuft, Moment, zack. So, wir befinden uns jetzt hier im Absturzmodus, ne? Ja, da oben ist unser Schiff. Deswegen wir auch immer in dieser Atmosphäre waren, wir wissen es nicht. Vielleicht wäre es noch eine gute Info gewesen, warum wir hier überhaupt hier sind. Und selbstverständlich haben wir schon unsere Schwimmsachen an, weil wir dachten uns, ja, ey, wir sind jetzt hier in der Atmosphäre. Das Wasser ist so, das Wasser, die Luft ist so nass. Ich sollte mir mal Schwimmsachen anziehen, damit ich so tun kann, als wäre ich im Wasser. Ich weiß nicht, warum wir die Schwimmsachen anhaben. Ganz eigenartig. Naja, gut. Ich glaube, wir sind tot. Oder auch nicht. So. Unser kleines Bötchen brennt. Cool. Kann ich die einfach hier raus? Ah, okay. Ich sehe schon. Wir haben hier ein Feuerlöscher. Sehr gut. Wir werden belohnt dafür, dass wir nicht so doof fahren. Ja. Und somit beginnt unsere Reise. Glaube ich. Hallo? Starte Notfallmodus. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Aufzeichnung. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optionales Ergebnis. Wieso optional? Ich habe es doch. Dieser PDA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet, dich auf einer fremden Welt am Leben zu erhalten. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück. Ach, die quatscht das auch noch, oder was? Oder nicht Datenbank? Ja, du kommst jetzt ein bisschen spät. Fahrzeuge, okay. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht alles antun. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben hier, ich kann mich erinnern, ein Medikit, wofür auch immer. Wir können die Kapsel verlassen. Wir haben hier einen Frachtbehälter. Kannst du mal die Klappe halten? Danke. So, wir haben hier ein bisschen Wasser und ein bisschen Nahrung für den Anfang. Das ist schon mal nicht schlecht. Haben wir hier noch irgendwas? Kommunikator, wofür wir den auch immer brauchen. Der Fabrikator, den kenne ich noch ein bisschen. Was wir uns auf jeden Fall als erstes vornehmen, ist das Feldmesser und die Konstruktionswerkzeug. Damit fangen wir, denke ich, mal an. Aber gut. Ich würde sagen, kann ich irgendwie mein Zeug hier auch hinwerfen? Jetzt rauswerfen. Na gut. Halten wir es halt im Inventar, was soll's. Wir haben hier unsere wunderhübsche Truhe. Können wir die Sachen bestimmt reinlegen. Ich meine, wozu brauche ich einen Feuerlöscher? So. Okay, dann gehen wir mal raus. Gucken wir mal, was ich noch von diesem Spiel weiß. Oh, Fischis.
Ja, geil, weißt du, wir landen direkt an so einer irgendeiner Scheiße. Was ist das? Schwebe einsammeln? Hau ab! Oh, jetzt fällt das runter, weil es nicht mehr schwebt. Ah, das ist ja cool. Wir haben einfach den Lebensraum von einer Spezies total vernichtet. So, zerbricht den Kalkstein. Weg mit dem Scheiß hier. Hab ich gemacht. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Ah, okay. Hätte ich nicht gedacht. Oh, guck mal, das noch mehr. Titan. Ich habe gar nicht geguckt, was ich alles brauche, ne? Oh Gott, mein Sauerstoff geht leer. So, wir müssen natürlich erstmal gucken, was wir für Fabrikate und so weiter brauchen. Der Fabrikate soll ich schon. Für Konstruktionswerkzeug. Wir machen jetzt zuerst das Menster. Feldmesser. Mit Silikongummi. Ressourcen. Grundmaterialien. Silikongummi. Synthetisches, silikonhaltiges Gummi. Schling, Pflanzen, Samen, Büschel. Ich glaube, ich weiß, wo wir das noch bekommen. Ich glaube, ich erinnere mich. Waren das nicht diese komischen Dinger hier? Nein, bitte nicht töten. Bin unschuldig. Danke. Ich glaube, die haben wir hier von diesen komischen Samendingern bekommen, ne? Was haben wir denn da? Was leuchtet da so schön? Kreaturenei. Fortgeschrittene Theorien. Fremde Eier. Oh gut, Schlingpflanzen, da. Von den Schlingpflanzen brauchen wir das bestimmt, das Zeug, ne? So, alles mitgenommen. Jetzt geht mir auch noch... Ach Gott, mein Sauerstoff. Schaffe ich das noch? Wo ich Leben verliere? Oh Gott, alles wird schwarz. Ah, ich hab's nicht... Hab ich's geschafft? Ich glaube, ich hab's geschafft. Bin mir nicht sicher. Holy shit. Das war close. Habe ich's noch? Okay, ich bin nicht gestorben. wir müssten unser Sauerstoff irgendwie erweitern, ne? So 45 Sekunden, das ist noch nicht allzu viel. Ich meine, da halt ich ja wohl länger schon unter Wasser aus als der Dude hier. 45 Sekunden. Ich schaffe ja mindestens schon 70 Sekunden. Aber gut. Will ja nicht meckern. Ist unser Typ halt nicht so der beste Schwimmer der Welt. Gibt's ja auch. Ja, da, den wollten wir. Wir machen, was ist das hier? Schmierstoff. Ölhaltiger Schmierstoff aus natürlicher Quelle. Okay, aber wir wollen Silikongummi. So, und nun das Messer. Ja, wenn jetzt irgendwas auf uns zukommt, können wir es töten. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. So, Messer am Start. Baupläne, Schmierstoff haben wir neu dazu bekommen. Gefiltertes Wasser. Okay, destilliertes Wasser. Was auch immer. Was ist das hier unten? Müssen wir erstmal die Baupläne finden? Lebensform Zuchtbehälter. Für die Eier! Oh. Waffen wurden nach dem Massaker auf Abraxas Prime aus Rettungskapseln-Fabrikatoren entfernt. Wie doof ist denn das? Naja, das Feldmesser ist die einzige Ausnahme. Ja, danke. Danke dafür. Fortgeschrittene Theorien, fremde Eier. Fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle einheimischen Tierarten durch Eiablage vermehren. Eier können auf dem Meeresboden liegend, unter Geröll begraben oder sogar in Felsspalten eingeklemmt gefunden werden. Wie auch immer. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplätze. Eier, die in freier Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in einer Form von natürlicher Stase und warten wahrscheinlich auf ideale Bedingungen zum Ausschlüpfen oder auf die Abgabe eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eis von außen zu ermitteln, jedoch kann es möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu stimulieren, wenn ein Ei in einer geeigneten Lebensform Zuchtbehälter verlegt wird. Okay, das heißt, wir können uns Tiere züchten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber davon sind wir wahrscheinlich noch sehr weit entfernt. Wir gucken mal, wie sieht's hier aus mit dem Konstruktionswerkzeug. Wir brauchen eine Batterie. Säurepilz. Kupfererz haben wir schon, das ist nicht schlecht. Okay, wir sollten aber erstmal
ein paar Sachen ablegen. Gerade die ganz großen. Ich würde gerne wissen, wie wirft man Sachen ab? Hm. Wenn wir am liebsten auch Sachen irgendwie rauswerfen können. Okay, das hier sieht doch genau nach dem Pilz aus, den wir suchen. Der Schatten ist übrigens sehr unlogisch. Und WTF, wie sehe ich denn aus? Bin ich Fry aus Futurama? Ich glaube, ich bin Fry. So, nehmen wir ein paar Säurepilze mit. Was war denn das für ein Geräusch? Sind das diese komischen Dinger da? Was machen die überhaupt hier bei mir? Die sollen sich meinen eigenen Lebensraum suchen. Das ist jetzt mein Lebensraum. Bin ich hier, Alpha-Äffchen. So. Hup. Batterie. Batterie da. Die Batterie haben wir somit. Sehr schön, Energiezelle. Neuer Bauplan. Okay, dann gucken wir mal. Was brauchen wir noch? Energiezelle. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt sofort. Kabelsatz und Computerchip. Wir brauchen für den Computerchip, für den Kabelsatz Silbererz, okay. Für den Computerchip Tischkoralle, Gold und Kupferdraht. Okay, dann gucken wir mal, dass wir das organisieren können. Das wird langsam alt. Ich glaube, das war dieses Zeug, ne? Ja, du bist voll der Gangster. Zeigst uns allen, wie du mit dem Messer umgehen kannst. So, als ob das irgendjemand gesehen hätte. Macht da einen auf cool. So, haben wir unsere Tischkorallen. Damit können wir jetzt schon mal ein Teil bauen. Wir brauchen aber noch anderes Zeug. Aber ich gucke jetzt erstmal nach einer besseren Sauerstoffflasche, weil das geht ja mal gar nicht. 45 Sekunden, was ist denn los, ey? Persönliches, Ausrüstung, Schwimmflossen. Ich könnte Schwimmflossen machen, ne? Standardtauchflasche, Titan, okay. Machen wir uns erstmal ein paar Schwimmflossen. Dafür brauchen wir, glaube ich, zwei davon, ne? Ne, es gibt mir schon zweimal, oder? Ja, tatsächlich. Easy. Haben wir schon mal die Schwimmflossen am Start? Using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Toll. Scheiß Sicherheitsgründe, ey. Titan. Wir müssen an Titan rankommen. Wenn wir Titan haben, geht's los. Schwimmende Luftpumpe. Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitungen pumpt, dient als Startpunkt für den... Warum müssen wir jetzt Luft in unsere Behausung pumpen? Kann das sein? Ist das neu? So, das packen wir auch nochmal wieder rein. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie an Titan kommen. Dafür müssten wir Bruchstücke unseres Schiffes suchen, glaube ich, ne? Guck mal, ich glaube, die haben mir Luft gegeben. Falls das kein Methan war. Und ich jetzt tot bin. Hallo? Ja, die geben Sauerstoff. Zwar nicht viel, aber besser als nichts. Schneide die Schlingpflanze mit dem Messer. Schlingpflanzenprobe. Oh, das ist noch ein Ei. Keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber wir nehmen es einfach mit. Was zum... Nein, warum? Lasst mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Ich soll mich in Ruhe lassen. Immer Sauerstoff. Oh Gott. Der Hass, er beginnt wieder von vorne. Diese scheiß Wolfviechern. Aber ich glaube, die Seekühe beschützen mich ein bisschen. Hoffe ich zumindest. Komm, gehen wir kurz Luft holen und dann gucken wir, dass wir irgendwie an Titan rankommen. Ich habe keinen Timer gestartet. Ich bin eine Intelligenzbestie, alter Schwede. So. Aber ich denke, wir haben so 10 Minuten haben wir drauf. Finde ich hier Titan? Ich glaube nicht. War das Titan? Ja, okay. So kann man sich irren. Weiß gar nicht, wie viel haben wir gebraucht? 2, 3?
Irgendwie so um den Dreh. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das Ganze in VR aussehen wird. Das muss ja richtig verwirrend sein. Du bist im Wasser. Ich hoffe, ich muss nicht mit meinen Armen wackeln, um zu schwimmen. Oh, bitte nicht. Wenn das der Fall ist, dann werde ich auf jeden Fall nicht in VR spielen. Ich werde nicht die ganze Folgen lang hier mit den Armen wackeln. Krieg ja hier Muskeln in den Oberarm. Will ja gar nicht zu mir passen. Na, guck mal, das beleuchtet hier den ganzen Kram. Komm schon, ich brauche ein bisschen Titan. Sei mir nicht so geizig. Strahlungswerte? Metallschrott. Ich glaube, das müsste reichen, um unsere neue Sauerstoffflasche zu machen. So, gucken wir mal. Scanner, ja, Scanner können wir auch machen. Wir machen uns ein bisschen Titan. Ja, das reicht bestimmt. Da, ah, natürlich, das wird reichen. Was ist das hier? Glas. Okay, ich könnte mir schon ein bisschen Glas herstellen. Ausrüstung und eine Sauerstoffflasche. Und, wie viel kriegen wir dazu? Ja, nimm's doch! Nimm's du! Inventar voll. Ich wollte mich doch verarschen. Alter, ist doch voll viel Platz. Ich dreh durch. Und ich weiß nicht, wie man Sachen ablegt. Kacke. Ja, was jetzt? Was machen wir nun? Wie legt man Sachen ab? Verfault. Der Zahnrad ist es nicht. Ja. Tastatur. Nachladen, es gibt hier also doch Waffen. Verlassen, einstecken, dekonstruieren, bringen. Ich weiß echt nicht, wie man Sachen ablegt. Foto machen, okay. Nachladen gibt es hier überhaupt keine Taste. Wie legt man Sachen ab? Das will doch nicht. Kannst du nicht machen. Ich weiß, dass es ging. Das muss doch gehen. Scheiße, Mann. Ja, wir sind am Arsch. Gott. Ah! Mit Q. Nee, ich hab's gegessen. Ja gut, wir haben jetzt zumindest Platz. Okay. Wir haben jetzt 75 Sekunden, das ist nicht schlecht. Und wir sollten ein bisschen was zu essen organisieren. Schnappen wir uns ein paar Fischis. Fischi. Komm her. Halt, ich kann meine Notreserven essen. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Vielleicht werde ich eines Tages herausfinden, wie man Sachen aus dem Inventar rauswirft. Bis dahin müssen wir halt versuchen, irgendwie klarzukommen. Vital signs stabilizing. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gegessen. So. Okay, wo waren wir gerade stehen geblieben? Was können wir herstellen? Achso, wir haben was Neues bekommen. Glas, Titan und Silbererz. Habe ich Silbererz? Nee, ich habe kein Silbererz. Wir bauen uns erstmal einen Scanner. Be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Gut zu wissen. Konstruktion. Ich habe keine Batterie mehr. Oh, ja. Batterie. So. Kupferdraht. Jetzt brauchen wir nur noch Kabelsatz aus Silbererz. Silbererz. Wo ich denn das herbekommen? So, wie war das mit dem Ding? Kann ich damit alles scannen, was ich möchte?
Diese ungewöhnlichen geologischen Strukturen formen sich oft um Titan- und Kupferablagerungen und sind kennzeichnend für diesen Planeten. Eine genaue Analyse zeigt, dass das Gestein um das Material gegen Erosion gehärtet ist, aber die Art und Weise bleibt unbekannt. Beurteilung Titan- und Kupferquelle. Kein Eisen. Oder Silber, besser gesagt. Naja, wir nehmen trotzdem alles mit, was geht. Und dann gehen wir kurz hoch Sauerstoff tanken. Wo kriegen wir jetzt Silbererz her? Das ist hier die Frage. Müssen wir dafür ein bisschen weiter runter oder müssen wir ein Höhlensystem? Jetzt hört auf mit eurem Gestank. Und dann lachen die mich auch noch aus. Das sind mir hier die richtigen. Wir gehen hier einfach mal ein bisschen tiefer, hoffen, dass diese komischen Kackbratzen nicht hier sind. Und scannen mal das hier. Losgelöstes Wrackstück. Wer jetzt gedacht? Schlingpflanze. Oh Gott, einheimische Pflanze. Ja, gut, das ist schön für die Pflanze. Wenn die jetzt kommen, ne, ich mach euch kaputt. Verzieht euch. Ich bin hier, um Luft zu tanken. Okay, das ist auch Metallschrott. Silbererz hoch. Oh, Fragment, nice. Mobile Fahrzeugstation, nice. Das gefällt dem Zero. Aber Silbererz kriege ich immer noch keins, ne? Halt. Was bist du? Salzablagerung. Okay, wir haben Salz gefunden. Aber das ist ja nicht das, was wir suchen wollten. 30 Sekunden. Hirnkoralle. Hallo? Wollte ich nicht. Achso. Sauerstoffblasen waren im Weg. So. Einheimische Lebensform. Wenn ich nur wüsste, wo man Silbererz herbekommt, dann wären wir jetzt schon ein Stück weiter. Hallo Fischi, ich scanne dich mal, ne? Nicht weglaufen. Ich muss dich scannen. Einheimische Lebensform. Boomerang. Einfallsreicher Name. Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht. Hört auf, euch zu bewegen. Hör auf. Böser Fisch. Blasenfisch. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Wir könnten eventuell sterben. Ich muss Blasen finden, da sind Blasen. Oh ja. Okay, vielleicht falsche Wortwahl. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Naja, gut. Zum Glück schauen hier ja keine Kinder zu. Alles gut. Selbstscan, F. Ich kann mich selbst scannen. Lebensform normal. Überwacht wird vorgesetzt. Cool. Na komm, ich muss alles scannen. Wie bei Pokémon. Ich muss alles einsammeln. Na komm, gehen wir so langsam nach oben. Wir haben bisher leider kein Silbererz gefunden. Das ist ein bisschen tragisch. 30 Sekunden. Ich sehe da zwar noch Stein, aber... Silbererz. Kann ich mich erinnern, wo ich das herbekomme? Ich glaube, das war in tieferen Regionen, oder? Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Ich darf keine Eier mitnehmen. Ja, ich glaube in solchen Bereichen. Sandsteinbrocken. Blei, Silber und Goldquelle.
Sehr schön. Genau das, was ich gesucht habe, habe ich jetzt bekommen. Salzablagerung. Blei. Verdammt. 30 seconds. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah, es waren nicht die richtigen Steine. Mist. Oh Gott, ich habe noch 10 Sekunden. Ich bin so tot. Irgendwelche Blasen hier? Blasen? Blasen? Nein! Noch schnell scannen! Ah! Ich glaube, ich habe es noch gescannt bekommen. Kacke. Oh. Ja, wir sind hier. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Ja, gut, ja. Scheint ja nicht so wild gewesen zu sein. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der VR-Version wieder und da bin ich mal gespannt, ob ich mit den Armen wackeln muss. Haut rein, euer Zero. Tschüss.